Bethlehem, eisig kalt, eine sternklare Nacht, die High Society schläft, doch die Hirten sind noch wach, auf dem Feld vor den Toren tun sie tapfer ihren Job, Tag und Nacht auf der Wacht, das Gehalt ist ein Flop, Rente gibt es nicht, keine 40-Stunden-Woche, die harte Arbeit sitzt den armen Männern ganz schön in den Knochen, wie schön wäre jetzt ein Bett in einem warmen Zimmer, doch sie müssen draußen frieren, alles läuft wie immer, aber nein, was ist das, plötzlich wird der Himmel hell, es ist wie Flutlicht bei Champions League, alles total grell, unsere Stunde hat geschlagen, hört man viele Hirten schreien, die starken Männer werden vor dem Engel alle ziemlich klein, Gott und wir, oh oh no, das passt einfach nicht. Wenn uns Gott Boten schickt, heißt das ganz bestimmt Gericht. Die Angst ist riesengroß, alle Hirten zittern, als er spricht. Doch aus Furcht wird Freude, denn sie hören aus dem Licht. Der Messias ist da, der Messias ist da. Gott schickt euch seinen Retter, ruft Halleluja. Der Messias ist da, euer Warten ist vorbei. Das Kind in der Krippe, das macht euch frei. Der Messias ist da, der Messias ist da. Gott schickt euch seinen Retter, ruft Halleluja. Der Messias ist da, euer Warten ist vorbei. Das Kind in der Krippe, das macht euch frei. Sie weinten bittere Tränen, saßen ganz schön im Dreck. Gerade noch hatten sie alles und jetzt war das alles weg. Hochgepokert, zu hoch und noch höher verloren. Satans Worte klangen nun wie Hohn in den Ohren. Werdet wie Gott, esst die Frucht, nur ein kleines Stück. Die beiden glaubten der Lüge, das Ende vom Glück. Heile Welt plötzlich kaputt, Gott stand zu seinem Wort. Er warf die beiden raus aus dem Segensort. Und was ist jetzt, gehen Gott und Mensch getrennte Wege? Sieht so aus, doch dann gibt's einen neuen Segen. Gott sagt, der Nachfahre Evas nimmt den Satan in die Zange und zertritt ihm seinen Kopf, dieser alten Schlange. Er verspricht Frieden, doch die Menschen warten lang. Deshalb fragen viele Leute sich immer wieder bang. Wird er kommen, der versprochene Retter der Welt? Die Antwort ist die Botschaft an die Hirten auf dem Feld. Der Messias ist da, der Messias ist da. Gott schickt euch seinen Retter, ruft Halleluja. Der Messias ist da, euer Warten ist vorbei. Das Kind in der Krippe, das macht euch frei. Der Messias ist da, der Messias ist da. Gott schickt euch seinen Retter, ruft Halleluja. Der Messias ist da, euer Warten ist vorbei. Das Kind in der Krippe, das macht euch frei. Deutschland, eisig kalt, eine ganz normale Stadt. Die Weihnachtsgans hat geschmeckt, alle zufrieden und satt. Nach dem Festmahl noch Pudding und Opa holt den Schnaps. Dann sagt Mama für alle den erlösenden Satz. Geschenkezeit, Leute, ab jetzt zum Weihnachtsbaum. Was das Christkind wohl gebracht hat, na lasst uns mal schauen. Das ist der Wettlauf zum Christbaum, die Kleinen flitzen los, die Papierfetzen fliegen, die Freude riesengroß. Da liegen Playstation, Puppenhaus und Bayern-Trikot. Eine Karte fürs Musical und Pokémon Go. Kinder, was für ein Abend und was für tolle Gaben. Doch viel größer war das, was die Hirten erlebt haben. Draußen vor dem Feld saßen diese Ärmsten der Arm, als die Engel vom Himmel mit der Hammerbotschaft kamen. Freut euch Menschen, mehr als an jedem Geschenk, an dem Kind in der Krippe, am Retter der Welt. Der Messias ist da, der Messias ist da. Gott schickt euch seinen Retter, ruft Halleluja. Der Messias ist da, euer Warten ist vorbei. Das Kind in der Krippe, das macht euch frei. Der Messias ist da, der Messias ist da. Gott schickt euch seinen Retter, ruft Halleluja. Der Messias ist da, euer Warten ist vorbei. Das Kind in der Krippe, das macht euch frei, ja! Der Messias ist da, der Messias ist da. Gott schickt euch seinen Retter, ruft Halleluja. Der Messias ist da, euer Warten ist vorbei. Das Kind in der Krippe, das macht euch frei. Der Messias ist da, der Messias ist da. Gott schickt euch seinen Retter, ruft Halleluja. Der Messias ist da, euer Warten ist vorbei. Das Kind in der Krippe, das macht euch frei, ja! So oder so ähnlich. Kann man sich über Weihnachten freuen und ich wünsche euch wirklich so eine Weihnachtsfreude, dass ihr ja in den kommenden Tagen euch freut. Der Retter ist gekommen und er wird wiederkommen.